Hallo meine Lieben, ich habe heute ein richtig leckeres und einfaches Kuchenrezept für euch, und zwar der klassische Fanta-Kuchen. Der schmeckt nicht nur wunderbar, luftig und locker, sondern ist zudem auch richtig einfach zubereitet und ihr braucht nicht viele Zutaten. Hier sind sie auch schon. Wir brauchen Zucker, Eier, Mehl, Backpulver und Vanillezucker sowie ein Glas Fanta, Sonnenblumen- oder Rapsöl. Für die Glasur benutze ich Orangensaft und Puderzucker und die Mengenangaben stehen wie immer in der Infobox. Als erstes werden die Eier mit dem Vanillezucker und dem Zucker schön schaumig gerührt. Am besten so lange, bis sich das Volumen verdreifacht hat. Danach kommen alle weiteren Zutaten hinzu, also das Öl, das Mehl und die Fanta. Wenn die Fanta mit hinzugegeben wird, ist es wichtig, dass ihr da nicht mehr allzu lange rührt, sondern wirklich nur ganz kurz, bis sich alles verbunden hat. Gebe den Teig dann in eine mit Backpapier ausgelegte Kuchenform. Und dann wird der Kuchen bei 180 Grad so ungefähr 20 Minuten gebacken. Also macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe, denn der Kuchen sollte nicht zu dunkel werden. So sieht mein Kuchen dann aus, wenn er aus dem Ofen ist. Ich lasse ihn hier vollständig auskühlen und in der Zwischenzeit bereite ich dann die Glasur vor. Und zwar vermische ich da den Puderzucker mit etwa 4 Esslöffeln Orangensaft. Also guckt einfach, bis ihr die richtige Konsistenz erwischt, denn die Glasur sollte nicht zu dick sein. Sobald mein Kuchen ausgekühlt ist, gebe ich die Glasur über den Kuchen und verteile das Ganze gleichmäßig. Und was soll ich sagen? Das war es eigentlich schon mit dem superschnellen Kuchenrezept für den leckeren Fanta-Kuchen. Also ich muss sagen, der Kuchen hat uns unwahrscheinlich lecker geschmeckt. Hier seht ihr das Ganze auch nochmal angeschnitten. Ich muss eigentlich sagen, dass man den Fanta-Geschmack gar nicht mal so rausschmeckt. Ich vermute einfach, dass die Kohlensäure in der Fanta diesen Kuchen so wunderbar luftig und locker macht. Deswegen, also er ist auch wirklich überhaupt nicht zu süß, also probiert es auf jeden Fall mal aus. Und solltet ihr noch Appetit auf weitere Kuchenrezepte haben, dann schaut doch einfach mal hier bei den beiden Videos vorbei. Ihr müsst einfach nur auf das Bild klicken und dann gelangt ihr direkt zum Rezept. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!